Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen von Kompakt Magazin. Mein Name ist Jürgen Elsässer und ich bin der Chefredakteur. Wir haben eine ernste Situation heute zu besprechen. Ich glaube, Europa, unser Kontinent, war noch nie so nahe am Abgrund wie in diesen Wochen. Ja, was wir in diesen Wochen erleben, ist die Wiederkehr der Gefahr des Weltkrieges und des Faschismus. Elsässer war so krass, ihm war die DDR nicht krass genug. Ihm war der Leninismus nicht krass genug. Die deutsche Teilung war eine große Leistung gewesen für ihn. Und er fand es höchst schade, dass die DDR nicht den Deutschen vollständig das Deutschsein ausgetrieben hat. Und ich hatte dann einen Text geschrieben, den ich mal kurz erwähnen möchte. Und zwar heißt dieser Text, Sie haben das vielleicht schon gesehen, auf recenter.com. Warten wir, bis mein Browser das hier hat. Und zwar heißt der Text folgendermaßen: Die gar nicht so alten, höchst deutschfeindlichen Texte des Jürgen Elsässers. Teil 1. Da kommt noch mehr. Also, hier haben sie dann praktisch, was er dann damals so alles gesagt hat, über Bomber Harris, Dresden, so richtige Knalle. Er lobt die Fremdherrschaft. Für ihn ging es den vermaledeiten Deutschen in den 1990er Jahren viel zu gut. Die Deutschen waren zu souverän geworden, hat er gemeint. Die Deutschen haben sich zu stark gelöst von dem britischen und amerikanischen Einfluss. Die Deutschen waren zu souverän. Der radikalste Kritiker aller Vaterländerei, Jürgen Elsässer. Ich finde, wenn Deutschland seine Souveränität wiederfinden will, wenn wir den Besatzungsvertrag loswerden wollen, dann müssen wir hier Schritt für Schritt diese knechtische Unterordnung abwerfen. In dem Vorwort dieses Buches von 1995 feiert er die deutsche Niederlage, erinnert daran, dass Auschwitz nur deshalb gestoppt wurde, weil die Rote Armee im Osten 14 Millionen Deutsche vor sich hergejagt und die Kollaborateure nach Westen getrieben hat. Es wird noch viel krasser. Zitat: Im Februar werden wir einen Toast auf Sir Arthur Harris ausbringen, Bomber Harris, dessen Luftflotte den sowjetischen Panzern ihren Vormarsch nach Berlin freibombte. Und am 8. Mai würden wir uns gerne von Spezialisten des Mossad zeigen lassen, des israelischen Geheimdienstes, wie man deutsche Tornados sprengt, just in case. Wow. Ich fordere ihn auf, seinen Teil zur Auflösung Deutschlands beizutragen, indem er seine deutsche Staatsbürgerschaft aufgibt und sich eine neue sucht. Am besten natürlich die Staatsbürgerschaft Russlands, wo Millionen Sowjetbürger, darunter mein Urgroßvater, in den Gulags elendig verreckten. Mein Urgroßvater war übrigens kein faschistischer Wehrmachtssoldat in russischer Gefangenschaft, sondern ein mittelständischer Kleinunternehmer im Zarenreich, der Pferde züchtete und dadurch Hassobjekt der Kommunisten war. Elsässer natürlich zu dem Zeitpunkt 1996 ein glühender Kommunist und wirklich der Hass auf die Deutschen trieft aus jeder einzelnen Zeile. Also, soll er seinen Teil beitragen zur Auflösung Deutschlands? Mit seinen guten Kontakten zu russischen Botschaften sollte ein neuer Pass kein Problem für ihn sein. Oh, und wehe, jemand aus der bürgerlichen Schicht kritisiert den russischen Gulag. So würde man ja den Holocaust relativieren. Mhm. Also, er spricht von der verpassten Chance, nach 1945 Deutschland zu zerstückeln. Er fand es deprimierend, dass die jungen Leute in den 90er Jahren deutsche Lieder gehört haben. Er erinnert sich nostalgisch an die Zeiten, als sich jeden Sommer rund um das Mittelmeer die europäische Jugend bei Sonne, Sex und Marihuana verbrüderte. Okay.
Elsässer schießt noch gegen die völkischen Geschichtskundler aus der jungen Freiheit und schreibt danach im Satz sarkastisch: Deutschland ist erwacht. Elsässer beschwert sich in dem Buch von 95 auch lautstark, dass die internationale Staatenwelt einen großen Fehler gemacht hätte, als sie das deutsche Volk aus der Beaufsichtigung entließ. Heutzutage titelt sein Magazin kompakt Stories wie Ami Go Home, Deutschland muss souverän werden. Also, 1995 befürchtete Elsässer noch in einem Anflug von kommunistischer Paranoia gar eine Germanisierung Europas und die Schaffung eines volksdeutschen Satellitenstaates auf russischem Territorium. Gemeint waren Überlegungen weniger Staatsbeamter zum Aufkauf von Gebieten wie beim ehemaligen Königsberg. Okay. In seinem Buch hofft Elsässer bizarrerweise sogar darauf, dass die britischen Konservativen eine Gegenmacht zu den Deutschen bleiben. Man könne nur hoffen, heißt es, dass nicht die Briten daran gehindert werden, die Streitkräfte und Geheimdienste ihrer Majestät intakt zu halten. Vor meinem inneren Auge sehe ich die Schilder von antideutschen Antifa-Demonstranten, auf denen es heißt Bomber Harris, do it again. Also der letzte Teil ist natürlich mein Kommentar dazu. Also das Zitat von ihm: Er hofft, die Streitkräfte und Geheimdienste ihrer Majestät bleiben intakt. Außerdem beklagte er das deutsche Gewicht in der Europäischen Union und dass die Deutschen europäische Institutionen schwächen. Wow, wenn das mal der Kompaktleser wüsste. Okay. Zum Totlachen auch seine Wandlung im Kampf gegen Antisemiten. Früher war er der große Antisemitenjäger. Er war die Antisemitenpolizei, er hat sie alle gejagt. Es heißt hier, Zitat, aufgewärmt werden einige der zu kräftigsten Bilder der antisemitischen Propaganda. Das raffende Kapital, das das schaffende Kapital aussaugt. Die jüdische Hochfinanz in der Wall Street, die kein Vaterland kennt und die nationalen Volkswirtschaften um den Lohn ihrer Arbeit bringt. Diese offene Hetze gegen Juden war in den letzten Jahren in Westeuropa nur in Randbereichen virulent geworden. Natürlich hat sich Elsässer nicht selbst zum Antisemiten gewandelt, aber seine heutigen Reden bei den Mahnwachen über Rothschild-Banker wären wohl vom alten Elsässer von 1995 komplett zerrissen worden. Außerdem legt er sich dann, also macht Elsässer gemeinsame Sache mit den Eurasiern. Also gab ein Interview mit Alexander Dugin in der Kompakt. Und die Duginistas sind glühende Antisemiten. Dann gab es noch das hier, und zwar, also beispielsweise hier so ein Kommentar in der Online-Ausgabe der Kompakt, Elsässers Magazin. Kommentar zu Schottland und die Wahl, und der Autor hier ist Andreas Rieger, und er sagt hier, naja, das... Wenn die Schotten sich unabhängig erklären, dann gibt es vielleicht der Ostukraine-Auftrieb und so. Also er interpretiert das aus einer pro-russischen Perspektive heraus. Wer ist Andreas Rieger? Er heißt eigentlich Andreas Abubakr Rieger, deutscher Juristen, Publizist, Herausgeber der Islamischen Zeitung sowie Autor und Miteigentümer des von Jürgen Elsässer herausgegebenen Magazins Kompakt. Er konvertierte zum Islam, rief mit Gleichgesinnten in Deutschland zum Dschihad gegen die Marktwirtschaft auf. Ging dann nach Thüringen, um den Islam zu verbreiten. Also, Alexander Dugin, der Eurasienmann schlechthin, hat auch sehr starke Partnerschaften mit islamischen Führern. 1993 sagte Andreas Abubakr Rieger in einer Rede auf einer Veranstaltung zu Ehren des Khomeini von Köln, Zitat, wie die Türken haben wir Deutschen in der Geschichte schon oft für eine gute Sache gekämpft, obwohl ich zugeben muss, dass meine Großväter bei unserem gemeinsamen Hauptfeind nicht ganz gründlich waren, Zitat Ende. 2007 erklärte Rieger, dass dieser Satz töricht und dumm gewesen sei. Und dass er nie ein Rechtsradikaler oder ein Antisemit gewesen sei. Er war dann Amir der Gemeinschaft der Muslime in Weimar. Später war Rieger Vorstandsmitglied im Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland, für den er Mitglied in der Islamkonferenz wurde. Da musste er 2007 zurücktreten, weil dann eine Videoaufzeichnung von diesen bizarren Kommentaren
aufgetaucht war. Wie die Türke haben auch wir Deutsche oft schon in der Geschichte für eine gute Sache gekämpft. Biz Almanlar Türklerle beraber bundan önce tarihte de bazı iyi şeyler için beraber cephede yan yana olmuştuk. Obwohl ich zugeben muss, dass meine Großväter bei unserem gemeinsamen Hauptfeind, unser gemeinsamer Hauptfeind nicht ganz gründlich war. Also, das hier ist das alte Buch aus seinen Konkretstagen. Und Sie dürfen nicht vergessen, Jürgen Elsässer war die DDR nicht krass genug. Jürgen Elsässer war der Leninismus eigentlich nicht krass genug. Und deswegen hatte Jürgen Elsässer auch immer große Probleme nach der Wende mit der Linken. Die Linke war ihm nicht radikal genug, nicht hart genug, nicht antideutsch genug. Und Elsässer hatte dann alle linken großen Magazine durchgemacht und ist dann überall rausgeflogen, beziehungsweise hat gekündigt oder wie auch immer, weil diese Blätter waren ihm nicht krass genug. Und dann gründete er ein eigenes. Und sein Bloody Compact hat inzwischen höhere Auflage als einige der linken Magazine, für die extrem linken Magazine, völlig antideutsche Antifa-Blätter, für die er früher gearbeitet hat. Also, irgendwann war er anscheinend so frustriert von den Linken in Deutschland, dass er dann übergegangen ist zu dem Eurasien-Kurs und den neuen Rechten. Und Alexander Dugin meinte ja, die neue Rechte ist ein Projekt der Russen. Also die europäische neue Rechte sei ein Projekt der Russen, meint Dugin. Wie dem auch sei, was man jetzt denkt, was da in Elsässers Kopf vorgegangen ist, denke ich, sagen, dass er früher und heute keine Berührungsängste hat mit radikalen Figuren. Also von Dugin bis andere. Ich persönlich halte nicht viel von seinen Beteuerungen von, es geht hier nur um deutsche Souveränität und Deutschlands Wohl und so weiter. Man muss halt eben darüber bedenken, Alexander Dugin, der Eurasien-Vordenker, Alexander Dugin will die Deutschen reinlegen. Also diese ganzen Neonazis da draußen, diese ganzen Pseudotruther, diese ganzen Trottel, Landesverräter und Idioten da draußen, die da glauben, sie kommen dann in einem Eurasien groß raus. Also das, wie gesagt, das kann man sehr leicht durchschauen, wenn man halt eben irgendwann weiß, okay, hier und da muss ich gucken, kann sich das Ganze dann zusammenreimen. Man muss halt die nötige Arbeit tun und feststellen, die Russen wollen uns Deutsche reinlegen. Andere wichtige russische Figuren wie Schirinowski sagen, wir wollen Deutschland von der Landkarte tilgen. Und Deutschland von der Landkarte tilgen ist genau das, oder zumindest Deutschland, das Ende von Deutschland ist das, was der frühe Elsässer in den 90er Jahren noch offen, ja, damit offen sympathisiert hat. Also dieses Antideutsche. Also kann man jetzt natürlich darüber denken, was man will. Für mich ist es jedoch genug Grund, um mit der Kompakt nichts mehr zu tun haben zu wollen. Also, wie gesagt, das hier, dieser triefende Hass auf Deutschland, damals noch offen in den Büchern. Jetzt sagt er, er ist für Deutschland, für deutsche Souveränität, aber er ist halt eben mit diesen Eurasiern irgendwie hängen mit diesen Eurasiern ab und Elsässer befürwortet, glaube ich, öffentlich Eurasien. Da kann man jetzt natürlich dann sich persönlich fragen, okay, glaube ich wirklich, dass er für Deutschlands Wohl und für Deutschlands Souveränität ist, oder ist da vielleicht zu befürchten, dass dann ja vielleicht doch irgendwann die Russen kommen und Deutschland ausradieren?